hier geht es gerade ziemlich ab. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich hier ein Filmteam, wie ich ein Filmteam irgendwie herbekommen könnte. Also ich meine, wenn das die Sache ist, dass ich das machen muss. Oh, das ist ein schönes Graffiti. hübsch. Aber wie... Also weil der hat ja gesagt, von wegen so, keine Spur von den Leuten von GNN. Also vermute ich einfach mal, dass das Problem noch ist. Oh. Ups. Ups. Ciao. Sag mal im Ernst, was mache ich denn hier? Ja, ich frag mich gerade, kann es vielleicht sein, das hier ist ja das Studio. Kann man es tracken, auch wenn man es nicht kennt? Man kann es tracken, auch wenn man es nicht kennt. Klar, ich meine, warum auch nicht? Ich habe zwar keine Ahnung, was hier geht, aber ich kann es tracken. Okay, nee, ich, ja. Gut. Da hinten stehen die. Ich weiß nicht mal, ob das irgendwie jetzt tatsächlich das ist, was ich will. Ich habe einfach nur gesehen, dass eine Kamera drauf abgebildet ist. Und ich weiß, dass ich irgendwie ein Kamerateam wohl oder Fernsehteam herbekommen muss. Kann auch sein, dass ich dabei völlig falsch liege. So, hier ein paar Meter. Hier? Hier? Oder ein Snickers. Stromberg has agreed to an exclusive interview with celebrity GNN reporter Pam Kingsley, no doubt to enrage the public even further. This could be a way inside the lockdown consulate, and the replacement cameraman, a local freelancer, is yet to arrive. Ja, this could be a way in, aber ich will, muss das nicht. Ich meine, ich will nur, dass der Typ herkommt. Der läuft da hinten sogar rum. Ich will nur, dass der Typ herkommt, damit das Interview stattfindet und ich dann den Elch runterschießen kann. Reinkommen tue ich ohnehin schon. Oh, fuck. Jemand hätte mich beinahe erkannt. Also, der Typ läuft da. Nö. Ich meine, wo ist denn der Typ? Da erkennt man mich ebenfalls. Ach, das ist doch blöd. Jetzt habe ich extra diese Security-Uniform an. Jetzt erkennen mich alle Leute darin. Doch, der bewegt sich irgendwie. Ups. Da ist er. Ach, der ist da drin gerade. Okay. Okay, das, dann muss ich sowieso nicht vorbei, wenn der gerade hier in diesem Café ist. Muss ich hier vorbei. Werde ich abgetatscht?
This is invite only, sir. Ja, aber ich bin Security. Der Typ spaziert da einfach rum. Ja, gut, dann. Das Frustrierende ist ja, ich will nicht mal den irgendwie. Ich will den nicht mal irgendwie ausnocken und ersetzen. Sondern. Ich will lediglich, dass der zur Arbeit geht. Damit ich meine Arbeit danach erledigen kann. Ups, ciao. Wo ist er denn? Sitzt er hier rum? Ja, sitzt hier rum und ist am Shisha rauchen. Ja, macht sich einen schönen Tag. Telefoniert er jetzt mit der Reporterin? Nö. Er geht aufs Klo. Der Typ hat eine wundervolle Arbeitsmoral. Okay, Wow. Security Crew, huh? Ja. Um dich zur Arbeit zu eskortieren. Deswegen bin ich da. Hermetisches Gift rein tun können. Das ist doch blöd. Wow, lots of security here. Ist doch blöd. Und hier sind die Soldaten und so ein Zeug und deswegen kann ich den hier nicht auch einfach. Kurz eine Sekunde nachdenken, was ich als nächstes mache. Ach, geht jetzt aufs Klo? Weil da gibt es doch sicherlich auch ein Waschbecken. Wenn er hier hingeht, kann ich das Waschbecken anmachen. Das war nämlich das, was ich schon mal gemacht habe. Muss ich halt doch mich als Kameramann verkleiden, obwohl ich es eigentlich für unnotwendig halte. Aber wenn das das Einzige ist, wie ich die Story voranbringe, dann muss das wohl so sein. So, da nur weil du nicht arbeiten willst, muss ich halt jetzt ein bisschen rauer werden. Entschuldigung. Mann, Mann, Mann. Aber da merkt man, wenn die Leute einfach normal ihre Arbeit machen würden, dann müsste man. Also wäre eine Menge Probleme, die man so hat, komplett weg. Also hätte man gar keine Probleme. Eieieiei. So, hier. Sorry, war Shisha rauchen. So. Ich fühle mich ein bisschen gerade, als ob ich gecheatet hätte, weil ich die Opportunity angeschaltet habe, obwohl ich sie nicht gehört hatte. Das Spiel erlaubt es einem. Ich finde es blöd, merkwürdig eigentlich. Also, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Macht es ein bisschen einfacher, vielleicht, wenn man eine Opportunity sucht, die man noch nie, wo man keine Ahnung hat, wo sie sein könnte. So rein, ja. Ist ja echt nicht so, als ob. Ja.
Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht irgendwie wieder abgetastet werde oder so, weil jetzt habe ich ja eine Pistole dabei. Um ganz ehrlich zu sein, ich muss da ja hochgehen. Einfach mal drüber springen jetzt. Pam Kingsley, GNN News. My name is Pearson. Mr. Strandberg is ready for you. Follow me, please. Muss ich denen jetzt wirklich die ganze Zeit folgen? Ich will ja zu einer anderen Zeit, zu einem anderen Ort sein als die. Ich meine, ich bin drin. Die sind drin. Das ist alles, was ich brauche. So, jetzt gehe ich hier hoch. Noch der Typ. Bei der jetzt gar nicht mal ein Problem gewesen wäre, weil der... Ich bin jetzt ja nicht mehr Security, das ist nämlich nicht mehr irgendwie falsch. Also enttarnt. Hallo, reingehen. Ja, Mist, die beiden stehen jetzt natürlich noch da. Oh, geht der da drüben gerade weg? Ja. Gut. So, das ist weg mit ihm. So. Jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Jetzt werden gleich die Elche hier runterfallen. Ay, caramba, sag ich dazu nur. So. Ah, muss ich jetzt wieder da unten sein, damit die anfangen können? Das ist doch zum Mäusemelken. Ich speichere jetzt erstmal. Ich sehe es schon kommen. Das Interview geschieht und ich kann ja nicht von der Kamera dann weg. Ah, sowas von unselbstständig, die zwei da unten. Okay. Also dann mal hier lang. Huch. Ich dachte gerade... Jetzt soll ich den vielleicht nochmal kurz backdragen. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass hier niemand vorbeikommt und den sieht oder so. So. Und ab in die Recyclingbox. So. Ja, gut, jetzt muss ich da runter, muss da irgendwie rumlaufen und ich komme. Opportunity failed. Jetzt ist aber die Frage, was machen die jetzt? Gehen die jetzt weg? Die gehen weg. Das war blöd. Moment, dann lade ich nochmal neu. Gut, dann renne ich jetzt einfach so runter und verstecke den anderen nicht mehr, weil das war jetzt die Zeit, die ich zu lang gebraucht habe, dass die Opportunity failen konnte. Vielleicht setzen die sich auch hin, wenn ich irgendwie jetzt hier an die Kamera gehe, dass sie dann sagen, so, ja, okay, wir bereiten es schon mal vor und ich gehe dann nochmal weg irgendwie. Da bin ich wieder. So, der steht auf. Aha, Capital, you made it. Come on in. Come in, good. Wir sind schon drin. Kingsley, a pleasure. I watch your show. Da, der klingt schon so ekelhaft irgendwie. You're even more lovely in the flesh. And this is Tyler Clark, producer, and this is our cameraman Finley. Tyler and Finley. Splendid. Well, let's do this, shall we? Where do you want me? Hier unter dem Elch. Right is nice over here. Not that I want to tell you boys how to do your jobs, good heavens. Well, right here is fine, Mr. Strandberg. Sit down, make yourself comfortable, and we'll be ready in no time. Oh, no, no, please, please. Call me Klaus. Was für ein Schleimiger. Say what? Excuse you. So, ja, direkt hier unter, unten drunter, unter dem Elch, ne? Ja, good shots, okay? Okay, I think we're set. Roll when you're ready.
Ich muss noch etwas vorbereiten. Es geht darum, um Lichtverhältnisse und solche Sachen. Ich beachte mich einfach kurz gar nicht. Es wird großartig werden. Wobei, Moment. Kann ich während des Drehens nochmal weggehen? Weil es wäre natürlich so viel großartiger, wenn er beim Filmen von einem Elch erschlagen wird. Während des Interviews. Ansonsten lade ich einfach gerade die Stelle nochmal und erschieße das jetzt mal. Aber ich möchte schauen, ob es funktioniert. Ob es funktionieren würde. Camera rolling. Hey, when you got a sec? Ja. Think you could do something about the lights? Upstairs somewhere? Thanks. Ja, natürlich. Natürlich. Oh mein Gott, er nimmt mir meine ganzen Ausreden weg. Access to the consulate and first row seats for the interview. Nicely done. Vor allen Dingen, was für ein lahmer Job ist das jetzt hier, Kameramann zu sein? Einfach nur so, klick. Das hätten die nicht selber machen können. So, ich speichere es aber nochmal schnell. Oh, es hat schon automatisch gespeichert sogar. Okay. Such were the charges, yes. Do you have any explanation to these accusations? Well, I can only conclude that the Moroccan authorities must have misunderstood their own... Okay, schießen wir mal. Oh, ups, das da. Both targets down. Now head towards an exit. Ah, das wäre so gut gewesen, wenn er mich nicht gesehen hätte. Aber es hat funktioniert, gerade so. Knapp, aber es hat funktioniert. Das Problem ist nur, ich hätte so gerne gesehen, wie wirklich dieser Elch komplett runterfällt. Und jetzt habe ich das gar nicht gesehen. Och Mann. Vor lauter Combat und Arresting und Zeugs. Okay, gut. Oh Mann, ich würde es aber gerne nochmal richtig sehen. Moment mal. Okay, in Ordnung. Jetzt hier ist niemand. Dann wollen wir mal. So, sag. Ciao. Wundervoll. Ich denke mir so, man kann doch nicht einfach einen Elch auf jemanden fallen lassen und nicht hinschauen. Deswegen einfach nochmal. Gut, ist natürlich auch besser für die Punktzahl, weil wir, glaube ich, jetzt nirgendwann mal gesehen wurden. Gut, jetzt müssen wir nur noch hier raus. Ich glaube, das da unten ist ein Ausgang, den wir nicht nehmen können, weil uns ein Schlüssel oder so fehlt, weil es sieht so ausgegraut aus. Aber es müsste doch auch in der Stadt einiges an Ausgangsmöglichkeiten geben. Einfach mal während des Live-Interviews erschlagen werden. Von einem Elchen. Von einem Elch. Schön. Aber mir gefällt es jetzt auch, dass ich das mal wirklich mit so einer exotischen Methode gemacht habe. Und nicht einfach nur schon wieder irgendwie im Klo ertränkt. Aber, ah ja, da draußen kann ich entlang. Ja, den Dings, den Zaidan habe ich jetzt nicht so umgebracht, wie ich es geplant hatte. Aber ich meine, das war trotzdem ganz nett, irgendwie so sich als Gefangener verkleiden. Das war auch eine gute Story. Hat mir gefallen. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Hier. Oh, es wäre jetzt natürlich toll, wenn man es irgendwie so gesehen hätte, das Live-Interview, wie dann der Elch runterkommt auf den. Das wäre super lustig gewesen. Ich frage mich auch, wie die Leute einfach dann reagiert hätten, weil irgendwie so, hä? Ich meine, auf sowas ist man auch nicht gefasst irgendwie. Wenn man Fernsehen schaut, dass während eines Live-Interviews sowas passiert. Und auch noch, weil es ein Elch ist, aus Porzellan. Naja.
Gut. Compromise, but I don't understand. There is no sign of forced entry, no alarms, nothing. One of my people has gone missing in Johannesburg. A key bearer. I wish I'd been informed. Still, the system demands two keys, and the rest are all accounted for. Except for your late predecessors. Comp? But his plane went down over the Pacific. It was an accident. Such was the conclusion at the time. Yes. It seems like a conspiracy. Probably isn't. And yet, the failed coup in Morocco, the ether virus, someone knows about us. There was a pattern and I failed to see it. Providence is under attack. How much was there? Money? Not money, Mr. Fannin. Information on all of our assets and operatives. Like you. Dig a trench, Director. And make it a deep one. Because none of you are safe anymore.